Unternehmenskultur wird bei Jimdo groß geschrieben. Das bedeutet zum Beispiel, dass jeder hier so sein darf, wie er ist. Keiner ist perfekt, man darf Fehler machen. Wir möchten, dass sich jeder hier wohlfühlt. Ich bin Magda. Ich bin die Feelgood-Managerin bei Jimdo. Und ich bin dafür da, dass es hier allen Leuten gut geht. Zum Beispiel organisiere ich Veranstaltungen, mache mit den Leuten Sport, wenn sie Lust haben, oder bin auch Anlaufstelle für Feedback. Das Gemeinschaftsgefühl bei Jimdo ist uns wichtig. Wir möchten, dass jeder auf jeden Acht gibt und ja, sich um die anderen Leute kümmert. Wir möchten, dass hier jedem gut geht, ob wir nun 3 Mitarbeiter sind, 100 oder auch 1000. Und eigentlich ist es hier mit Skateboards und Hunden und Pflanzen und Sofas ist eigentlich mehr wie in einer großen WG als in einem Büro. Wir sind ein ziemlich bunt zusammengewürfelter Haufen hier bei Jimdo. Teamarbeit wird sehr groß geschrieben bei uns. Jeder hat natürlich seine eigenen Vorstellungen und Ideen, die er gerne mit einbringen möchte und auch einbringen kann. Aber das Wichtige dabei ist, dass ein gutes Produkt rauskommt und dass wir alle an einem Strang ziehen. Um unsere Arbeit hier zu visualisieren und damit transparenter zu machen, nutzen wir im gesamten Unternehmen Kanban. Kanban hat für uns den Vorteil, dass die Kommunikation direkt an den Wänden stattfindet und nicht in irgendwelchen Ticketsystemen. Und damit fördert Kanban für uns die Zusammenarbeit der einzelnen Teams untereinander, aber auch innerhalb der Teams. Ich persönlich finde an Kanban für Jimdo total toll, dass es so unserer Kultur passt und vor allem deswegen, weil bei uns Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht die Werkzeuge, die sie benutzen. Bonjour! G'day! Ciao! Ciao. Konnichiwa! Hola! Hola! Ui! Привет! Wir haben ja bei Jimdo 11 Sprachversionen und dadurch stellen wir natürlich auch Leute aus ganz verschiedenen Nationen ein. Also wir haben hier Leute aus Russland sitzen, Leute aus Brasilien, Leute aus Frankreich und die arbeiten jeden Tag miteinander und das ist ein total geiles Erlebnis, weil das knallt manchmal, aber manchmal kommen auch Sachen raus, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Und dieses Erlebnis, wirklich Kulturen zu haben, die jeden Tag miteinander arbeiten, das ist was ganz Besonderes, was uns auch bei Jimdo, glaube ich, echt ausmacht. Wir haben bei Jimdo ja eigentlich gar keine Hierarchien und das, was wir bei Jimdo versuchen, ist, die Teams so aufzubauen, dass sie wirklich alles alleine machen können. Und was wir eben auch versuchen, dass diese Teams eigentlich den Mut haben, neue Dinge auszuprobieren und dass Fehler auch völlig okay sind. Das basiert natürlich ganz stark auf Vertrauen, aber das ist was wir eben auch wirklich versuchen, hier zu fördern. Für uns ist eigentlich sehr klar, dass der Erfolg der ganzen Firma nicht nur an dem Produkt hängt, sondern eigentlich an den Menschen und damit an der Unternehmenskultur. Und wenn man zusammenarbeitet und Spaß hat und zusammenarbeitet, dann entsteht eine Unternehmenskultur. Die entsteht immer. Und ich glaube, der Trick ist ein bisschen, sich dieser Kultur bewusst zu werden, weil das eigentlich maßgeblich entscheidet, wie viel Spaß ich jeden Tag habe und wie motiviert ich an neuen Sachen arbeite. Und man sieht jetzt so viele Sachen, die entstehen und doch irgendwie sind diese Kulturwerte und das, was wir da beschreiben, insgesamt so was Stabiles, was Gleiches, was irgendwie allen auch Halt gibt. Auch wenn die ganze Firma sich dauernd verändert, neue Länder dazu kommen, neue Produktteile entstehen, ist das so eine Basis, auf die man sich verlassen kann. Und das ist wunderbar. Wenn man morgens bei Jimdo ist und die Leute kommen mit einem Lächeln zur Arbeit, haben Lust zu arbeiten, während der Arbeit sich die Bälle zuspielen, Ideen sprudeln und wenn sie dann auch noch Lust haben, nach der Arbeit gemeinsam ein Bierchen trinken zu gehen oder gemeinsam was zu unternehmen, dann merkt man, dass hier schon einiges ganz gut läuft.